Aber die Fakten sind ganz klar. Die USA, Frankreich, Großbritannien, weitere Länder, auch Deutschland jetzt leider wieder, haben immer wieder Kriege geführt, wurden dafür aber nicht verurteilt. Also gerade Deutschland, muss man sagen, ist eigentlich sehr gut unterwegs gewesen von 1945 bis 1995. Also 50 Jahre lang war Deutschland friedlich, ja, hat kein anderes Land überfallen. Das finde ich super. Also das ist auch wirklich toll. Die deutsche Friedensbewegung hat dort eigentlich gut gearbeitet, war natürlich auch bedingt durch die Konstellation des Kalten Krieges. Aber dann 1995 und dann vor allem 1999 kommt der erste Sündenfall, als Bundeskanzler Schröder und Außenminister Joschka Fischer den Kosovo bombardieren, zusammen mit den Amerikanern. Und auch da ist wieder einfach der Referenzrahmen, ist eigentlich die UNO. Man muss sich fragen, hatten die ein Mandat vom UNO-Sicherheitsrat? Die Antwort ist nein. Also ist eben auch Clinton sozusagen hier unrechtsmäßig in ein anderes Land eingefallen. Und das darf er nicht. Es wäre umgekehrt auch verboten gewesen, wenn Milosevic, der Präsident damals von Serbien, die USA bombardiert hätte. Würden Sie sagen, dass die Mitglieder, die das als Vetomächte eben so agieren, dass die das Gesetz des Stärkeren einfach durchsetzen, dass es eine moderne Schlägertruppe letztendlich ist? Ja, es ist eindeutig, das Prinzip hier geht Macht vor Recht. Und das ist eben gefährlich. Also wir können natürlich sagen, wenn wir als Friedensbewegung oder als Zivilbevölkerung das beobachten, können wir sagen, ja, dann ist es halt so, ist ja egal, dann zerschlagen wir halt den Rechtsstaat. Aber dann möchte ich einfach als Historiker darauf hinweisen, dass wir das nicht sehr leichtfertig tun sollten. Denn was wir hier halt alles haben, also dass wir überhaupt hier dieses Interview führen können, ist nur möglich, weil wir Frieden haben. Ja, wenn jetzt Berlin, wenn wir da 70 Jahre zurückdrehen, Wäre das schwierig? ja, ich wäre überhaupt nicht gekommen. Ich wäre doch nicht von der Schweiz nach Berlin gekommen vor 70 Jahren. Weil hier war Krieg. Es ist dann nicht möglich, dass Sie hier Mikrofon und alles, Sie haben andere Sorgen dann. Das heißt, das vergessen die Leute viel, viel zu oft, dass sie verstehen, dass eigentlich die Basis von allem ist eigentlich der Friede. Es gibt ja eben auch auf dem Internet, heute war hier eine große Community, die zusammenkam von so jungen Mädchen, die Schminktipps geben auf dem Internet. Die haben da Millionen von Views. Und ich finde das auch cool, wenn die Mädchen das schauen wollen. Das ist für mich nicht so ein Thema, wie man die Nägel lackiert. Aber ich weiß, dass das eine große Community ist auf dem Internet, die sich dafür interessiert. Aber auch die müssen irgendwann verstehen, dass natürlich die Basis von dem allen Frieden ist. Frieden, das kann man nicht genügend oft wiederholen, ist die Basis von fast allem, von jeder gesunden Familienentwicklung. Auch in der Schule ist eigentlich die wichtige Konstante, ist, dass es keine Gewalt gibt. Also wenn die Schüler den Lehrer erhängen und der Lehrer die Schüler erschießt, dann ist kein Lernen möglich. Und das Gleiche, und auch in der Familie, wenn der Vater die Kinder schlägt oder die Mutter den Mann vergiftet, dann ist kein gesundes Zusammenleben möglich. Und das Gleiche gilt eben auch global. Und da sind wir jetzt in einem Prozess, wo wir das, ich denke, noch viel sorgfältiger darauf achten sollten, dass wir eigentlich das internationale Völkerrecht nicht einfach zerschlagen sollten, weil das tun wir im Moment.